Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich möchte diesmal über ein sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach reden, und zwar Frauenschach. Das ist schon besser geworden, also es wird mehr über Frauenschach geredet, aber meiner Meinung nach noch nicht genug. Ihr könnt sehr, sehr gut, also es ist jetzt an alle Frauen gerichtet, sehr, sehr gut Schach spielen. Ich habe schon gegen viele Frauen gespielt und es waren immer sehr interessante Partien. Ich glaube, der Grund, warum sich wenige Frauen oder auch Mädchen trauen, Vereinen beizutreten oder auch Schach zu spielen, ist, dass so das Vorurteil herrscht, Schach sei eine Männersache. Und da können die Frauen dann nicht mithalten, sie sind nicht intelligent genug dafür. Völliger Blödsinn, ja. Also, erstmal habt ihr einen großen Vorteil, dass viele Männer, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist so, viele Männer sich zu sicher fühlen, wenn sie gegen Frauen spielen, nach dem Motto, ja, komm, also ich bin das stärkere Geschlecht und die werde ich schon irgendwie platt machen. Ja, genau das ist der Fehler. Also, traut euch ruhig, ja, ihr habt gute Ideen, ihr spielt ein anderes Schach, als Männer das tun. Man kann das gar nicht so genau beschreiben, wie sich das auswirkt auf das Spiel, beziehungsweise was sie anders machen als wir Männer. Und ich möchte einfach dafür werben, dass sich mehr Frauen trauen. Ja, ich möchte Schach spielen. Ja, ich traue mich, auch mal in einen Verein zu gehen. Es gibt gute Beispiele, wie das geklappt hat, zum Beispiel Lara Schulze. Um nur ein Beispiel zu nennen. Aber es ist leider noch zu wenig. Also Leute, traut euch, fragt an. Ich würde mich sehr, sehr freuen über die Resonanz. Und ja, ich hoffe, dieses Video gibt euch mehr Mut einfach. Danke für dieses kleine Video. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.